So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zur Guten Morgen Börse hier gemeinsam mit XTB. Nicht überrascht sein, normalerweise sieht man hier an dieser Stelle den Max, aber der ist diese Woche im Urlaub und deswegen darf ich für ihn die Vertretung machen. Freue mich riesig, hier sein zu dürfen und habe was mitgebracht, was sicherlich für den einen oder anderen ziemlich interessant sein dürfte, nämlich Gold und die Reaktion folgend auf die Non-Farm Payrolls vergangene Woche Freitag, als der US-Arbeitsmarktbericht ja besser als erwartet veröffentlicht worden ist, interessanterweise nicht zu großen Schwankungen in Anführungsstrichen geführt hat im Zinsmarkt, aber dennoch dazu beigetragen hat, dass Gold gegen die 1980, 1985 abgeprallt ist. Ich will ganz ehrlich sein, mich hat es überrascht. Ich hätte das nicht gedacht, aber wie gesagt, wir haben den Abgabedruck jetzt zu sehen bekommen und es könnte heute auch weiter abwärts gehen, denn wir haben heute am Montag ein, ja, Schlüsselevent ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest mal ein Makroevent, welches hier weiteren Abgabedruck triggern könnte, nämlich die ISM Non-Manufacturing-Zahlen. Bevor wir auf diese detailliert einen Blick werfen und welche Auswirkungen das auf Gold haben könnte, natürlich der Blick hier auf den Risikohinweis. Devisen-CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, werden auf Margin gehandelt und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, bitte sein persönliches Risikoprofil erstellen und dann schauen innerhalb einer Demo xcb.com/de. So kann man sich diese Demo runterladen, ob der Handel mit diesem Produkt, ausgehend vom persönlichen Risikoprofil und dem Profil, welches FX-CFD-Produkten innewohnt, ob das korrespondiert. Und wenn man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man vielleicht ja auch dann Interesse, ein Live-Konto zu öffnen. Wie gesagt, alle Informationen, vollständigen Risikohinweis auf xtb.com/de. Darüber hinausgehend, auch wichtig an dieser Stelle, mögliche Interessenskonflikte. Heute ist es nicht der Fall, aber es könnte sein, dass ich mal eine Position mitbringe. Also bitte darüber im Klaren sein, dass ich dort, was ich präsentiere, das ausgehend von meiner Sicht auf die Dinge tue, dass das rein edukativer Content ist, dass das keine Anlageempfehlung ist. Und dass man bitte die Risiken, die man entsprechend für sich vorher kalkuliert hat und das Risikoprofil, was man erstellt hat, dass man die beim Handel eben entsprechend eingeht, sollte man planen, in irgendeiner Form ausgehend von meinen Ausführungen hier entsprechend in den Märkten tätig zu werden. XTB, bester Broker des Jahres, auch deswegen bin ich wirklich froh oder glücklich, hier heute die Vertretung für den Max machen zu lassen. Die Gründe, die dazu geführt haben, finden sich in der Mitte. Darüber hinausgehend auch der DAX, auch der könnte interessant werden übrigens, auch da können wir gleich mal einen Blick drauf werfen, mit einem ziemlich attraktiven Angebot, einem Zielspread von 0,8 Punkten und zwar durchgehend von 8 bis 22 Uhr. Und auch die 8 Uhr, die spielen eine ganz wesentliche Rolle in der Vorbörse, tatsächlich innerhalb einer Handelsstrategie, die ich für den DAX tatsächlich fahre. Und auch die Trading-App, die X-Station, in die wir genau jetzt hier reinspringen wollen, durchaus mal einen näheren Blick wert. Und aber genug der Einführung. Wir wollen einen Blick werfen auf Gold und auf die Non-Farm Payrolls. Also wir haben hier offensichtlich relativ starken Abgabedruck gesehen und auch einen wirklich schwachen Tagesschluss, ehrlich gesprochen. Ich will mal ganz kurz hier von der Stunde runtergehen auf die 5-Minuten-Basis vielleicht eventuell. Was wir hier an dieser Stelle erkennen können, ist, dass wir auf die Non-Farm Payrolls, und es ist relativ offensichtlich, dass die der Trigger waren, der ausschlaggebende Punkt waren, das ist ab 14.30 Uhr gewesen, das war hier die Initialreaktion. Wir haben schon so eine leicht topische Tendenz gehabt, aber mein Bias, in Anführungsstrichen, der ging in die Richtung, dass ich sagte, nun, ich gehe davon aus, dass wir auf die Non-Farm Payrolls eine realistische Chance haben, über die 9,85 zu brechen und oberhalb zu halten, beziehungsweise, dass wir erstmal sehen müssen, ob wir die halten können. Und wenn wir sie gehalten haben, dann könnte das die Initialzündung für einen Run über die 2000er-Marke zurück sein in den kommenden Tagen. Aber es kam anders. Es kam so, dass wir Abgabedruck gesehen haben, haben dann hier bis zur US-Eröffnung so ein bisschen innerhalb dieses Handelsfensters von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr versucht, dieses Ausgangsniveau zurückzuerobern. Aber die Hochs um die Non-Farm Payrolls, das Ausgangsniveau, die 1980, die konnte nie wieder erreicht werden. Und wir haben dann hier starken Abgabedruck eben tatsächlich gesehen, der sich bis in den Abend fortschrieb. Und um 22 Uhr die Woche haben wir dann auch beschlossen, um 1949 Punkte. Also das war eine relativ große Bewegung von Größe 1%. Und wir setzen diesen Abwärtstrend von Freitag fort. Wenn man sich zeitgleich den Equities-Bereich anschaut, also beispielsweise den DAX anschaut, auch den S&P, auch ganz besonders natürlich den Nasdaq und die jüngste Performance, dann könnte man das in die Richtung interpretieren, dass man sagt, naja, der Markt, der sucht jetzt Rendite und die Rendite, die findet er im derzeitigen Marktumfeld offensichtlich in Tech-Titeln ganz besonders, im Nasdaq 100, Einzeltiteln beispielsweise. Im Falle des DAXes von mir aus auch hier eventuell mit einem möglichen Break. Übrigens, ich muss hier an der Stelle ganz kurz einmal die Position liquidieren. So,
Die war noch die Order, die hatte ich noch im Spiel aus der Vorbörse zwischen 8 bis 9 Uhr. Da bin ich ein bisschen unaufmerksam jetzt gewesen an der Stelle. Und zwar hier, möglicher Break höher, der sich herauskristallisieren könnte. Sollten wir den Bruch über dieses Niveau zu sehen bekommen, 16.100, dann könnte es sein, dass wir, auch wenn der Modus sich hier relativ überdehnt darstellt, dass das der Wegbereiter ist in Richtung neuer Allzeithochs. Das wird davon so ein bisschen abhängen, wie sich heute Nachmittag die US-Märkte präsentieren. Aber wie gesagt, wenn ich mir das Bild anschaue, starke Aktienvorgaben und ich sehe dann parallel dazu eben Gold unter Druck, dann ist das eher so ein Indiz für Renditesuche, Risikoappetit seitens der Marktteilnehmer in Verbindung mit einem Volatilitätsindex, bereits um 15 Punkte, also der VIX zum Beispiel auf den S&P 500, der notiert um 15 Punkte, haben wir eine Gesamtkonstellation, die eigentlich weitere Aufschläge begünstigt, aber nochmal, wir sind recht steil gegangen bis jetzt und genau das begünstigt eben dann an dieser Stelle früher oder später mal eine Korrekturbewegung und jetzt in dem Fall allerdings die Frage, wie könnte es für Gold weitergehen, neben diesem Risiko Appetitsaspekt haben wir eben auch ein Makroevent, welches heute ansteht, nämlich im Kalender hier oben in der X-Station kann man nämlich sehen, den ISM Non-Manufacturing. Und der alleinstehend ist jetzt noch nicht so relevant, finde ich. Ich glaube, was richtig Spannendes an dieser Stelle wird sein, die sogenannte Preiskomponente. Es gibt Subkomponenten innerhalb dieses Einkaufsmanager-Indexes. Und diese Subkomponente, dieser Preis, der spielt eine ganz wesentliche Rolle im Hinblick nämlich auf die Inflation. Und zwar warum? Nun, ich habe das mal hier vorbereitet. Einmal auf Trading Economics, da kann man das sehr schön kostenlos, kann man das machen. Das sind einmal die Non-Farm-Payrolls übrigens, die Übersicht. Beziehungsweise eben hier habe ich das mal gemacht, dass ich diese Prices genommen habe, diese ESM-Service-Komponente. Preise und habe die, also die findet man hier in Blau, habe die überlagert mit dieser schwarz gepunkteten Linie. Und was ist das? Nun, das ist die Inflation. Inflation offensichtlich nachlaufend hinter diesen Preisen. Also das heißt, anders formuliert, man konnte eigentlich schon letztes Jahr, ziemlich genau ein Jahr ist es jetzt her, dass die Inflation in den USA einen Peak gesehen hat mit 9,1% überrollte. Da sind die ISM, Non-Manufacturing Prices, auch die Manufacturing, also das verarbeitende Gewerbe beispielsweise, sind die schon runtergekommen gewesen und haben dann kurze Zeit später die Inflation mit runtergezogen. Warum ist das jetzt relevant? Nun, weil wir anfangen, hier so eine leichte Bodenbildung zu sehen. Also ich will es nicht überinterpretieren, aber im Gesamtkontext, wenn ich mir diese relative Schwäche, die Gold jetzt hier aktuell gerade sieht, anschaue, dann muss ich sagen, kommen diese Prices jetzt höher als erwartet rein und nächste Woche haben wir nicht nur die Inflationszahlen am Dienstag, sondern ganz besonders am Mittwoch die Fed, dann könnte das ein Grund sein, dass vielleicht die Marktteilnehmer nochmal sagen, vielleicht doch 25 Basispunkte. Und dieses Müh, dieses klitzekleine Müh an Spekulation, dass eine Zinsanhebung nächste Woche anstehen könnte. Das ist der potenzielle Grund, der Gold dann hier weiter bearish treiben könnte und dann dazu führte, dass wir diesen Trend von Freitag fortschreiben und in Gefilde um 1930, 1935 laufen. Meiner Einschätzung nach eine Schlüsselregion. Wenn wir den Chart uns hier ein bisschen weiter zusammenstauchen, dann können wir sehen, dass bis in Gefilde eigentlich um 1900 US-Dollar da kein Support mehr kommt. Also es könnte sein, dass das nochmal sehr, sehr starken Abgabedruck gibt und dass es dann doch nochmal länger dauert, offensichtlich, bis wir hier uns in Richtung der Allzeithochs aufmachen, die wir nur kurz mal angestochen sind, aber dann keinen sogenannten Follow-through, keinen Bruch höher gesehen haben. Also, heute 16 Uhr, ISM Non-Manufacturing-Zahlen in Bezug auf Gold nach der Reaktion auf die Non-Farm-Payrolls am Freitag. Sehr, sehr interessant. Schlüssellevel auf der Unterseite 39, 935, 1930, 1935 US-Dollar pro Feinunze. Und wir sehen uns morgen wieder. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.